Ingolstadt, so scheint es, kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. In diesem Herbst steht ein besonders spektakulärer runder Geburtstag an. Die Ingolstädter Jazztage wollen die Schanz zum mittlerweile 40. Mal zum Mitswingen bringen. Los geht's am 21. Oktober mit der Grand Opening Show im Maritim Hotel inklusive Verleihung des Jazzförderpreises. Es folgen die Highlights, Jazz in den Kneipen. Zwischendrin auch nochmal kompakt in einigen Tagen aufeinanderfolgend das Kinder- und Jugendprogramm. Und natürlich wird die lokale Szene auch mit einzelnen Konzerten vertreten sein. Der Jazzförderpreisträger bekommt ein eigenes Konzert in der neuen Welt. Und enden wird das Ganze mit auch eben dem klassischen Jazz-Gottesdienst am 12. November. Das Programm ist nicht nur prall gefüllt, sondern auch hochkarätig besetzt. Zu den Höhepunkten gehören mit Sicherheit die Konzerte von Beth Hart am 6. und Jan Delay am 11. November im Festsaal des Stadttheaters. Und wo wir tatsächlich nochmal investiert haben und auch nochmal ausgeweitet haben, ist Jazz in den Kneipen. Hier werden wir dieses Jahr in 13 verschiedenen Locations zugegen sein und wirklich an einem Abend, glaube ich, ein großes Jazzgefühl in die Ingolstädter Altstadt bringen. Ganz wichtig, hier verkaufen wir oder gehen wir mit 800 Tickets in den Verkauf, die für jede Location gelten, also nicht für eine Location speziell. Das heißt, wenn man speziell jemanden sehen möchte, dann müsste man natürlich möglichst frühzeitig dann kommen. Auch was die Künstler betrifft, liegt der Schwerpunkt auf Ingolstadt und dem hauseigenen Nachwuchs. Mit Jazz for Kids, zahlreichen Workshops und dem Konzert des Förderpreisträgers. Hier kann man durchaus auch mal das Wort Nachhaltigkeit nicht im Sinne des Klimas oder der Umwelt bringen, sondern wirklich auch, sagen wir mal, der Nachwuchsarbeit, der sozialen Nachhaltigkeit. Denn wir wollen ja nicht nur Jazz in die Stadt bringen mit tollen Highlights-Künstlern, die von außen kommen und dann wieder weggehen, sondern tatsächlich eben auch die Förderung, die Bildungskulturarbeit dann eben auch von klein auf schon machen. Unter kulturamt-ingolstadt.de finden Sie ab sofort alle Infos und natürlich das Ticketportal zu den 40. Ingolstädter Jazztagen. Der Countdown läuft.